Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2, der mittlerweile, glaube ich, schon 10. Folge. Und Leute, ich bin hier auch im Stream, also wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal hier ein bisschen mit dem Chat rede, wenn denn jemand da ist. Bis jetzt habe ich ja noch nicht so viel Zuschauer auf Twitch, aber ich glaube, das wird bestimmt bald. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wo es denn hier weitergeht. Okay, geh in das Umspannwerk und finde ein Elektrotool. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir das finden. Pilot, das Umspannwerk befindet sich hinter der Tür mit der Aufschrift Power Grid. Alles klar. Viel Glück, Pilot. Danke. So, Sound schaut gut aus. Alles klar. Finde ein Elektrotool. Ich glaube, hier geht's gleich voll ab, weil hier eine Ladesequenz war. Marvin Delta 737, bitte melden Sie sich dem Sektor Bravo 7. Ist gut, dass wir wieder einen Piloten hier haben. Was ist denn das hier? Feuerstern? Wir sollten den Laden einfach versiegeln. Nehmen wir das einfach mal mit. Das ist deine Antwort auf alles, Barry. Pilot, wir erwarten weitere Stalker. Ich wünschte, ich könnte sagen, was ihr erwartet, aber was ist da besser? Ich habe kaum damit klar, Pilot. Unser letzter Pilot ist vor ein paar Stunden auch da lang gegangen. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Munition jetzt hier. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was finde. Wie weit ist da wohl runtergehen? Wird von Maschinen gesteuert. Gibt es nirgendwo einen Aufzug? Wie soll er durch diesen Laden durchkommen? Okay, ich glaube, hier werde ich nicht weiterkommen, oder? Dann gehen wir hier runter. Pilot, ich überwache Ihre Fortschritte über Ihr Helm-Display. Alles klar. Der Kanal ist offen, falls Sie Hilfe brauchen. BT, was ist mit den Wänden los? Scanne. Freiliegende Stromkabel. Meiden Sie physischen Kontakt und drücken Sie vorsichtig vor. Okay. Alles klar. Okay. Gucken wir uns einfach mal. Okay, ist der böse oder nicht? Der wird auf jeden Fall nicht rot angezeigt. Hoffe ich mal. Ja, sie sind nicht feindlich. Okay. Uiuiui. Uiuiui. Was ist das hier? Softball. Komm, nehmen wir mal mit. Geht aus wie ein Granatwerfer oder sowas. Alles klar. Okay, der war auf jeden Fall schon mal feindlich. Alter, was ist denn los, Digga? Alter. Okay, man merkt, ich habe ein paar Tage nicht gespielt.
Ich lade mal die Wunde nach. Alter, wie lange leben die? Okay, müsste sauber sein. Hoffe ich mal. Das werden wir gleich erfahren. Okay, tun mir nichts, die lassen wir mal in Ruhe. Jupp. Bye. So, ja, der steht nochmal auf, der Schlingel, der. Hier scheint sauber zu sein. Auch nicht gerade viel Schuss. Schauen wir uns die mal an. Hier haben wir ein bisschen mehr drin. Och, ist denn das? Das schaffe ich doch wieder, dann kriegt er Fingerkrebs bei sowas. Nein. Nein. Okay, ich darf auf jeden Fall nicht da oben rankommen. Nochmal. Oh, Alter. Das ist ja wie ein Labyrinth. Wie tief geht's da runter? Maximale Tiefe beträgt laut meiner Scans 300 Meter. Okay, das werde ich nicht überleben. Was ist das hier? Offenbar handelt es sich bei diesem Ort um das Stromnetz eines Interstellarsenders der IMC. Okay. Meine Fresse. Und das hier? Können wir irgendwas machen? Alles klar. Anomalie festgestellt. Organisch. Tot gelb. So, haben wir das jetzt hier? Überbrückung erfolgreich. Abluftventilator offline. Keine Angst. Der Jumpkit wird den Fall abfangen.
Was? Sag jetzt nicht, ich muss hier runter. Du musst ja nicht da runter, oder? Ihr Jump Kit wird den Fall abfangen. Hi, Demo. Alles gut? Okay, scheiße, ich springe einfach mal runter. Okay. Läuft. Online? Werkzeug in 30 Metern. Chatbefehl, oder? Chatbefehl. Was muss ich da installieren? Muss mir sagen. Ich kenne mich doch nicht aus, egal. Gute Arbeit, Pilot. Sie haben das Elektro-Tool gebaut. Gehen Sie jetzt in den Kontrollraum zurück, um das System neu zu starten. Okay, Dimo, informier dich da mal. Wo muss ich jetzt hier hin? Egal. Status, Umspannwerksender 3. Feind abgelegt. Protokolle für alle kritischen Zugangsprobleme. Manuelle Aktivierung durch Elektro-Tool erfordert. Alles klar. Egal. Nein! Nein! Oh, egal. Wo muss ich denn hier hin überhaupt? Hier drauf ballern. Da kommen wir gar nicht hoch. Oh, da ist ein Helm oben. Wie komme ich denn da wieder ran? Okay, ich glaube, das wird nichts. Ja, da kommen wir da niemals hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? So vielleicht. Sicherheitseinheiten.
Kannst du mal liegen bleiben, bitte? Lang hält das Ding? Wir dann niemals rüber. Kühlkörpertemperatur 75%. Alter. Wer muss hier rüber? Ruhe hier. Verarschen. Ziemlich beeindruckend, Pilot. Sie werden bereits im Kontrollraum erwartet. Ziemlich beeindruckend, schau. Aufgegeben wird nicht, Jungs. Dieser Pilot war da unten und hat uns ein Elektro-Tool besorgt. Wir sind wieder im Geschirr. Das Pilotentraining ist wohl härter geworden, was? Wie soll ich da noch mithalten? Zurück und wie es aussieht, hat er ein Elektro-Tool dabei. Das ist unsere Fahrkarte nach Hause. Gute Arbeit. Jetzt können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender starten. Okay, Leute, wie es dann aber mit dem Elektro-Tool weitergeht, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist spannend. Wenn es euch ein bisschen gefallen, würde ich mich natürlich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. So, jetzt aber genug gesabbelt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.